Ich habe immer noch keinen Obstsalat gemacht, fällt mir gerade ein. Wollte ich unbedingt machen, aber beim Wollen ist es mal wieder geblieben. Man will immer so vieles machen, über den Tag, ich zumindest. Problem ist allerdings, ich komme auch irgendwann an eine Grenze, wo ich sage, das ist jetzt ein bisschen schlecht, oder? Ah, du warst das. Geh weg. Oh. Ach, das ist dieses blöde Stück da. Jetzt weiß ich's. Ich sag ja, wir müssen das trockenlegen. Das ist nämlich echt hässlich. Okay, ich mach's mal auf eine komische Art und Weise. War nicht eigentlich den guten Stein dafür? Wie man es macht, ist ja egal. Sand eignet sich einfach nur besser. Weil der schön runterfällt. Und leicht abzubauen ist. Geht natürlich auch mit solchen. Ich habe auch, also es gibt ja manchmal solche Tümpel mitten im Minensystem. Ich habe mal nach oben gegraben und bin in so ein Ding reingekommen. Habe mir voll die Mühe gegeben, das loszuwerden, weil ich da was reingebaut habe. Dann habe ich gestellt, oh, ist das bloß so ein scheiß Tümpel. Also von unten ist das wesentlich schwerer auszuheben als von oben. Sagen wir es mal so. Wenn ihr einfach hochgeht und das von dann einfach zubaut. Oh, der ist trockengelegt. Jetzt brauchen wir wieder den. Sehr schön. Wahrscheinlich mache ich dann gleich unsere. Ne, unsere Felder dürfen wir nicht treffen. Aber demnächst mache ich wahrscheinlich unsere Felder auch kaputt. Ist ja eigentlich egal. Die nötigsten Sachen müssten wir eigentlich haben. Na, es wird's dunkel. Wie, hatte ich nicht eigentlich gesagt, ich wollte rausgehen? Ah ja, wie gesagt, beim Wollen bleibt es meistens bei mir. Ah ne, da kommen die Felder erst. So. Es ärgert mich. Hier muss ich da eine Schneise reinbauen. Die ist gleich im Eimer. Ach ja, ist ja schon unter uns. Perfekt. Gut, ich muss mal kurz mein Inventar leeren.
Das ist voll erschreckend, wenn das hinter einem passiert plötzlich. Guck mal kurz. Koppel. Koppel. Hauen wir mal kurz weg. Die normalen Steine. Das habe ich auch mal kurz weg. Hier packen wir noch mal wieder rein, was geht. Alles, was wir jetzt noch übrig haben. Dürfte nicht so viel sein, was da noch reingeht. Also, zumindest müssten wir alles aus unserem Inventar erstmal rauskriegen. Gut. Die Steine kann ich auch unten machen. Ich hätte vielleicht eine Spitzhacke machen sollen. Ach, geht auch ohne. Nee, geht nicht ohne. Das Spitzhacken sind schon wichtig. Danke. Genau das, was ich gebraucht habe. Die brauchen wir nämlich wieder. Was wollte ich jetzt? Ach, Fäden können auch weg, erstmal noch schnell. Vielleicht kann ich auch noch hier schnell was raushauen. Irgendwann ist es alles ein schönes System. Sagte er sich und 50 Folgen später war alles noch genauso. Oh ja, immerhin. Kommen dann gleich unsere Gurken rein. Sehr schön. Machen wir mal weiter. Ich werde diese Höhlentour nie machen, glaube ich. Warum bin ich jetzt eigentlich so leise? Ich muss mich eigentlich nicht so wirklich konzentrieren. Aber ich wüsste jetzt auch gerade nicht, was ich erzählen sollte. Aber warte mal, für solche Zeiten schreibe ich immer was auf. Oh, ich muss eh gleich aufhören. Ich habe doch eigentlich eine Datei, auf der offenweise Sachen. Wir könnten doch noch mal das Thema Schwangerschaftsabbrüche ankratzen. Passt super zu Minecraft. Bisher war es ja so, dass es ein Werbungsverbot für Gynäkologen gab. Also, dass sie einen Abort durchführen. Also einen Schwangerschaftsabbruch. Und ich persönlich finde es
eigentlich nicht schlimm, dass sie dafür werben können. Klar, einige Leute sagen, dann haben's die, da werden sich einige Frauen ja überlegen, eher eine Schwangerschaft abzubrechen. Einerseits heulen wir alle rum, es gibt keine Kinder, komischerweise haben wir Überbevölkerung. Und wenn sie sich dazu entscheiden, das abzubrechen, dann werden sie es so oder so tun. Klar, dass die, wenn es mir angeboten wird, nehme ich es wahrscheinlich eher in Kauf, das mag stimmen. Das war falsch, ich frage mich gerade, warum es nicht passt. Aber trotzdem, wenn sie, entweder man geht den Schritt oder man geht ihn nicht. Und dann finde ich schon mal gut, wenn die Frauen dann wenigstens wissen, an was für eine Klinik sie sich wenden können. Weil jetzt stell dir mal vor, die Frau will das Kind gar nicht, weil sie weiß, sie kann sich nicht drum kümmern. Und dann hat sie ein Kind an der Backe, hat vielleicht wirklich ihr ganzes Leben versaut. Das kann man nämlich ganz gut mit Kindern. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder, der keine Kinder hat, einfach keinen Bock auf Kinder hat. Aber viele, die Schwangerschaftsabbrüche werden ja nicht grundlos durchgeführt. Die werden ja durchgeführt, weil man hat halt das Recht darauf. Problem ist allerdings, als Mann kann man nicht verhindern, dass eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch macht. Ist aber eh so eine Sache. Also ich kann schon verstehen, warum man da als Mann nicht mitentscheiden darf. Weil die Frau muss das Kind ja austragen. Also ich bin eigentlich für ein Werbungs... also dafür, dass die werben dürfen. Um es nochmal auf einen klaren Punkt zu bringen. Werbungsverbot hat für mich nicht so viel Sinn. Ich verstehe zwar, warum es da ist. Ich glaube, mittlerweile gibt es das auch nicht mehr. Aber an und für sich schlecht finde ich es nicht, dass man die Möglichkeit hat. Es gibt ja sowieso so einige Sachen in Deutschland, die ich nicht verstehe. Wenn eine Frau ein Kind hat, ist der Mann oder der also wenn du verheiratet bist, ist es automatisch dein Kind, selbst wenn die Frau fremdgegangen ist. Das ist auch so eine Sache. Wenn du als Frau von deinem Partner getrennt bist oder von auch immer dem das Kind gehört und du bist Aliment, du kriegst Alimente. Das heißt, du kriegst Geld dafür, damit du dich um das Kind kümmerst. Das zählt aber auch dafür, wenn du vergewaltigt wirst. Kannst du, wenn du das Kind austrägst, Alimente fordern. Wenn du als Mann vergewaltigt wirst, ja, das gibt es auch, bist du du darfst die Frau nicht dazu zwingen, das Kind abzutreiben. Und du musst Alimente zahlen. Deutsches Gesetz. Also es ist wirklich absoluter Blödsinn, wenn du... Ich finde auch, Samenspender sollten davon befreit sein, Alimente zahlen zu müssen. Die Frauen haben sich selbst haben die Wahl getroffen, das Kind großzuziehen. Ja, du hast dein Einverständnis gegeben, ich gebe meinen Sperma ab, damit eine Frau, die kein Kind hat, ein Kind haben darf und ich krieg Geld dafür. Aber was ich dann halt nicht okay finde, wenn das irgendwie rauskommen sollte, dass das dein Kind ist, dass du dann wirklich alimentpflichtig wirst. Das ist nicht richtig. Weil du hast vielleicht nie was mit dem Kind zu tun gehabt. Und dann kommt vielleicht irgendjemand her, ja, ich krieg jetzt Geld von dir. Das ist, ja, das sind solche Sachen. Ich finde wirklich die, wenn man, bei solchen Sachen sollte man einfach ein Gesetz bringen, dass du kein Anrecht mehr hast. Wenn der Mann dann im Nachhinein trotzdem noch sagt, okay, ich kümmere mich um dich, weil deine Mutter ist irgendwas passiert oder so. Das ist eine andere Geschichte, dann müssen das die Leute für sich selber entscheiden. Aber von vornherein zu sagen, sobald du irgendwie an der Zeugung beteiligt warst, musst du auch dafür bezahlen. Obwohl das ist vielleicht falsch ausgedrückt, weil dann müssten auch die Leute bezahlen, die das Kind im Reagenzglas gezeugt haben, oder je nachdem, wie es gelaufen ist.
Ich würde sagen, wir reparieren jetzt nochmal unseren Hammer. Obwohl, brauche ich eigentlich gar nicht, dem geht's noch ganz gut. Dann packe ich mich voll mit Obstsalaten. Die Kaktusfrucht bleibt erstmal hier. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen was anderes mal machen. Ich kriege hier was nirgendwo mehr was unter, oder? Ich hau erstmal die Erze hier weg. Wow. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Platzfeuer schaffen. Da ist ja noch grünes Kupfer. Das kann auch weg. Das war eine Kiste. So. Vierundvierzig. Schön. Bisschen Holz nehme ich natürlich mit. Machen wir noch ein bisschen Gartensäure draus. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Gartensäure. Ich habe hier noch irgendwo eine Kiste drin gehabt. Die nehme ich jetzt und packe die mal provisorisch dahin. Und ich brauche einfach ein leeres Inventar. Das macht mich wahnsinnig. Ein Wassereimer sollte reichen. Ich mache euch garantiert genauso wahnsinnig wie mich. Ich packe jetzt mal alles raus. Ja, den Atlas nehme ich mit. Das ganze kleine Zeug. Oh, es ist schon wieder voll. Warum? Okay, dann packe ich den Mist halt wieder. Das Problem ist ja auch meine Sammelwut, weil ich denke immer, ja, kannst du bestimmt gebrauchen, kannst du bestimmt gebrauchen. Okay, ich nehme mal ein bisschen Erde mit. Oh, wie die Jute her. Jetzt hole ich mir noch ein paar Erdbeeren. Ich ernte noch mal kurz. Und dann setze ich mich am besten direkt so ab, dass ich weiß, dass ich was ich zu tun hatte. Gott. Eigentlich müsste ich auch meine Helme mal. Meine Rüstung. Wenigstens den Helm sollte ich reparieren. Ja, damit werde ich ein Stück weit kommen. Oh, der wird ausgetauscht. Der wird mal weggeschmissen. Ich kann ihn ja leider nicht einschmelzen. Ich lasse es mal. Brenne! Ich brenne auch. Geht ja gut los. Oh, guckt mal.
Aber ich nehme schon wieder allerhand Scheiß mit, den ich eigentlich gar nicht mitnehmen brauche. Bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube schon. Der Alumitkleber. Das ist natürlich sehr beruhigend, wenn ich die Creeper da stehen sehe. Ich springe bestimmt gleich runter. Nö, sie gucken bloß blöd. Sie haben mich gar nicht bemerkt. Interessant. Ich glaube, sie sind doch runtergefallen. Sollen sie doch. Da gehen wir irgendwann lang. Warum eigentlich irgendwann? Können wir doch gleich machen eigentlich. Nehme ich natürlich alles mit hier. Oh, guck mal, da ist Petroleum. Den Wert von dem Zeug habe ich jetzt mittlerweile auch erkannt. Vielleicht kann man damit später auch noch andere Sachen machen, aber jetzt erstmal nehme ich es zum Brennen. Hat halt eine echt gute Brenndauer. Viel besser als Kohle. Oh, ich hatte schon Angst, dass es hier direkt runter geht. Wie machen wir das am dümmsten? Terraria-mäßig. Oh, wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht rein. Wenn wir doch nicht irgendwie hier was finden würden, oder? Wollen wir mal kurz ein bisschen Gebiet abstecken. Es geht sogar noch viel tiefer. Und da sind Büsche. Und hier sind noch mehr Büsche. Ihr seid so blöde. Ihr seid so blöd. Da ist ein Skelett dabei, oder? Nö. Hätte auch sein können, dass hier ein Spawner ist oder sowas. Oh, es ist ein toter Gang. Haben wir noch mehr? Schön viel Kohle. Ach, heute ist schon wieder Sonntag. Sonntag immer, ist immer so blöde. Man kann zwar ausschlafen und anfangs ist es schön, aber man weiß, man muss den nächsten Tag wieder raus. Das ist halt nicht so toll.
findet kaum Redstone, oder? Und diese Infused Stones müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Oh, machen wir mal ein paar Fackeln. Sind echt viele geworden. Packen wir hier mal das erste Zeug rein. Oh, die Katze hat sich direkt wieder vor meinen Kopf gelegt. Schön. Ich bin so stolz, dass du immer bei mir sein willst. Siltstone. Ich meine, an Licht sollte es hier nicht mangeln. Wir haben Lava direkt neben uns. Hier ist irgendwann Schleim. Komm noch her. Fackel getroffen. Hä? Warte schon, sag mal, warum treffe ich das Vieh nicht? Gut, die Knochen kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen. Also Aluminiumbüsche findet man echt viele. Will ich aber, was ist das hier? Ich will wissen, was hier hinten ist. Sind wir wieder hier? Ich habe hier ein bisschen was zu erkunden, schätze ich mal. Das Gute ist, wenn ich das schon mal ein bisschen ausgeleuchtet habe, dann kommt von da wenigstens keine Gegner mehr. Oh, das verringert die Chance, dass sie von da kommen. Was ist das? Ach, Kupfer. Wasser ist ja auch über uns. Was bitteschön war das? Egal was es war, ich mag das Geräusch nicht. Der ist ziemlich nah. Ich vermute, es ist ein Werwolf.
mach ihn mal dicht. Okay, wir sind hungrig. Liedohr. Einmal kurz Jerky essen. Das gibt Kraft. Leider nur Kupfer. Deshalb höre ich den Zombie auch die ganze Zeit so laut. Weil er direkt um die Ecke ist. Oh. Das macht mich ganz verrückt. Er hat echt ganz schön an den Nerven. Okay, ich pack mal hoch, was geht. Kreide das mal unten. Ich krieg schon Zuckung im Gesicht. Okay, ich werde es aber wirklich gleich ausmachen müssen. Aber ehrlich gesagt, ich mache die einfach mal dicht. Hier machen wir auch mal dicht. Und entdecken hier noch mehr Rohstoffe. Ah, dann ist das schon mal ein Gang, in dem ich mich nicht mehr verlaufen kann. Boah, hier habe ich ja alles abgekrast. Aus dem Fall. Ich kann hier mal markieren. Ausgang. Da ist auch ein Ausgang. Könnte ich ja schnell zubauen. Was sind diese scheiß Wölfe? Okay, so kriege ich wenigstens Steine raus ohne Ende. Das ist mir zu heiß, das lasse ich. All die Rohstoffe.
meine, ich werde nicht alle brauchen. Irgendwann braucht man eh, glaube ich, keine, so wirklich, so gut wie keine mehr. Werde ich schon sehen. Denke ich mal. Aha. Also, ich glaube, wir haben schon einiges gesammelt mittlerweile. Ich glaube, ich bleibe einfach mal hier. Boah, das ist schon einiges. Ich frage mich, ob diese Zombiehörner irgendwas, irgendeinen negativen Effekt bringen, wenn man zu viel davon isst. Ich könnte es mir echt vorstellen, aber ich weiß es halt echt nicht. Aber ich würde mal sagen, das war Let's Play Minecraft für heute. Ich hoffe, ich schalte wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichlein TV. Und ja, die schmeißen wir mal schnell weg. Oh ja, das ist unser Haus. Was ist das? Keine Ahnung, gibt's nicht. Aber es gibt ja auch noch. Ich muss das Spiel eigentlich mal updaten, wenn ich ehrlich bin. So, da verteilt sich unsere Schaufel, unsere Spitzhacke. Ist aber auch nicht so wild. Kann ja problemlos neue machen. Wir können auf jeden Fall noch ein bisschen hier unten bleiben. Wir haben nämlich dank des Essens sehr viel zu essen. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.